Wir sind gegen 13.20 Uhr zu einem Brand nach Zell in die Lienhardtstraße alarmiert worden. Es kam hier zu einem Brand in meinem Wohngebäude. Der Brand breitete sich rasch aus und griff anschließend auf das Dachgeschoss über. Die ersten Notrufe liefen bei der Polizei ein, wo bereits bekannt war, dass noch eine Person vermisst sein könnte. Insofern wurden schnell starke Kräfte, mehrere Trupps im Innenangriff unter Atemschutz zur Suche der Person eingesetzt. Im weiteren Verlauf wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Mit zwei Drehleitern wurde der Brand von außen bekämpft und es wurden starke Kräfte im Innenangriff eingesetzt. Wie sich die Lage darstellt, wie Sie sehen, Brand im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss. Im Moment sind Sicherungs- und Nachlöscharbeiten am Laufen. Das wird sich noch einige Zeit hinziehen. Ich denke, so gegen Abend wird die Einsatzstelle dann deutlich reduziert werden können an Kräfteeinsatz. Das sind seitens der Feuerwehr Esslingen rund 70 Kräfte. Alarmstichwort Brand 4. Der Rettungsdienst wurde alarmiert mit dem Einsatzstichwort Brand im Gebäude, da sich mehrere Personen noch angeblich im Gebäude befanden oder vermisst wurden, wurde das Alarmstichwort entsprechend hochgesetzt und es sind mehrere Fahrzeuge alarmiert worden. Ja, beim Eintreffen des Rettungsdienstes stand das Gebäude in Brand. Es wurde weiterhin mindestens eine Person vermisst. Die Feuerwehr war im Innenangriff. Im weiteren Verlauf wurde die Person gefunden, aber leider tot geborgen, sodass jede Hilfe für die Person zu spät kam. Ja, wir haben Einsatzkräfte, spezielle Einsatzkräfte für die Einsatznachbetreuung im Einsatz, die sowohl sich um Einsatzkräfte als auch um die Angehörigen kümmern. Es wurde der Kriminaldauerdienst mit den ersten Ermittlungen beauftragt. Nachdem der Brand, wenn der Brandort begehbar ist, wird auch die zentrale Kriminaltechnik kommen und die ersten Untersuchungen zur Brandursache tätigen. Bei dem Brand ist leider ein 84-jähriger Wohnungsinhaber zu Tode gekommen. Näheres zum Brand, zur Brandursache, können erst nach Ende der Ermittlungen getätigt werden. Es sind zwei Wohnungen bewohnt, wohl der Verstorbene und in der Wohnung unter ihm wohl ein Bruder, der aber nicht zu Hause ist.